Hallo, ich bin Sam Meredith und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe der Industrieübersicht mit Insider-Informationen von Libred. Wir beginnen mit Japan. Smart Trade Technologies wurde von der japanischen Firma FXJTeam.com gewählt, um eine Niedriglatenz-Konnektivitätsplattform zu produzieren. Smart Trade Tech ist ein Multi-Asset-Anbieter, der Regionalbanken, Broker und Vermögensverwalter unterstützt. JTeam.com will einen größeren Liquiditätspool schneller erreichen und dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. David Vincent, CEO von Smart Trade Technologies, sagte: Wir freuen uns, JTeam.com mit einer voll verwalteten Niedriglatenz-Konnektivitäts-FX-Lösung unterstützen zu dürfen, die einfache und schnelle Integration in ihre bestehende Infrastruktur ermöglicht es ihnen, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Der japanische elektronische Handelsriese Monex Group hat heute die 17. globale Einzelinvestitionserhebung veröffentlicht. Demzufolge sollen Japan und andere asiatische Regionen mit der jüngsten starken Aktienkursentwicklung weitermachen. Monex befragte amerikanische und chinesische Privatanleger darüber, welche Währungen würden in den nächsten 3 Monaten am meisten steigen. Rund 60% der Investoren glauben, dass der US-Dollar steigen wird, und das ist signifikant, weil es letztens 70% gewesen waren. Zusammenfassend stellt die Monex-Gruppe fest, dass Japan die aussichtsreichste Region in Bezug auf Aktienkursentwicklung in den nächsten 3 Monaten sei. Und schließlich für heute, die kanadische Firma Novasparks kündigte in dieser Woche an, dass sie ihre Berichterstattung über den kanadischen Markt erweitert, indem sie die Montreal-Börse mit einschließt. Die älteste Börse in Kanada ist die MX, voll elektronisch und handelt mit Terminverträgen auf Aktien, Indizes, Währungen und vieles mehr. Novasparks bietet bereits einen äußerst umfassenden Überblick, und das wird ein neuer Schritt in die richtige Richtung sein. CEO von Novasparks, Luke Bogun, sagte: Die hinzugefügte Informationsquelle bringt unsere weltweite Gesamtzahl auf 38, inklusive der wichtigsten amerikanischen, kanadischen und europäischen Aktien und Futures Feeds. Dadurch bieten wir die größte Marktabdeckung aller bestehenden FPGA-Marktdatenunternehmen an. Das war's von dem heutigen Libred. Bleiben Sie mit Dukascope TV. Auf Wiedersehen.